Spinne. Verdammt! Was mache ich hier? Hey, nicht jetzt, Kumpel. Ich hab dich. Kommt schon, ihr Wolfgesindel! Die letzte verdammte lebende Seele hier. Ich hab dich gewarnt. Ha ha ha.
passiert hier? Was? Anthea? Was? Das ist nicht wahr. Das darf nicht wahr sein. Anthea! Ruf mich zu dir! Wo bin ich hier? Wo bin ich? Mein Liebling, es tut mir so leid. So unendlich leid! Ich bin hier! Führ mich zu dir! Bist du da? So kalt. Mein Geliebter. Mein Geliebter ist so kalt. Verdammt. So kalt. Mein Geliebter. Mein Geliebter ist so kalt. Anthea? Hier! Liebste, ich bin hier! Du bist es.
Ich hab dich. Du hast mich. Komm her. Nein, geh nicht weg. Ich bin hier. Folg mir. Wo gehst du hin? Darüber. Du solltest wissen. Ich bin hier. Wo bist du? Du wirkst schwach. Brauchst du Ruhe? Ich bin völlig leer. Mach dir keine Sorgen. Wie kann ich das nicht? Ich dachte, ich hätte dich für immer verloren, nur um dich dann wiederzufinden. Und du hast Hunger. So könnte man es wohl ausdrücken. Ja. Was kann ich tun? Die Bibel von Charles. Die Kette, die seinen Geist gebunden hat. Es befindet sich etwas Essenz darauf. Für den Moment wird es mir genügen. Sieh dich an. Sieh uns an. Ich weiß. Versteh mich nicht falsch. Ich bin froh, dass du hier bist. Wieder zurück. Wirklich. Die Lebenden sollten nichts mit den Toten zu schaffen haben. Das weiß ich seit meiner Kindheit und musste viel Lehrgeld dafür bezahlen. Das hast du mir nie erzählt. Was ist passiert? Das war vor einer halben Ewigkeit. Momentan spielt es aber keine Rolle. Bist du noch immer hungrig? Ich bin leer. Als ob mich das nichts füllen würde. Also war die Essenz, die noch an Charles Bibel haftete, nutzlos? Mir seine Fessel einzuverleiben hat Linderung gebracht. Aber ich brauche mehr. Viel mehr. Wir sollten darüber reden, was passiert ist. Nach dem Gemeindezentrum, meine ich. An was kannst du dich nach deinem Tod erinnern? Ich erinnere mich daran, wie plötzlich ich gestorben bin. Ansonsten nichts. Danach folgte Leere, Zeitlosigkeit, Hilflosigkeit. Dann hörte ich dich. Du hast meinen Namen gerufen. Und ich habe nach einem Weg zurückgesucht. Ich wachte in einer Höhle auf. Eine junge Frau namens Sika hatte mich gerettet. Eine Hexe in Ausbildung. Das erzählte sie mir voller Stolz. Ihre Herrin hatte ihr aufgetragen, mich zu versorgen. Hexen zeigen sich nur selten. Interessant, dass uns eine geholfen hat. Ich finde, wir sollten nach Nuidentown zurückkehren.
Das finde ich auch. Um mich zu befreien, müssen wir meinen Körper befreien, glaube ich. Ich lehne es ab, so zu sein. Ich kann es nicht ertragen. Es tut mir so unendlich leid, Liebste. Wie kann ich helfen? Ich bin ein Geist. Du ein Verbanner. Ich werde dich nicht verbannen. Das kann ich nicht. Anthea, ich habe dich sterben sehen. Das kannst du nicht von mir verlangen. Wenn ich es wollte, hättest du gar keine andere Wahl. Aber es ist nicht, was du willst, oder? Nicht bevor ich Rache genommen habe. Nicht bevor der Nachtmahr besiegt ist. Von dir und mir. In der Schule hast du noch gescherzt, mich wiederbeleben zu wollen. Ist das überhaupt möglich? Ja, mit dem Ritual der einfachen Wiedergeburt. Es ist äußerst kompliziert und sehr gefährlich. Aber ich könnte es versuchen, oder? Du könntest es mir beibringen und ich könnte dich wiederbeleben. Red, das ist ein altes Ritual. Es erfordert viel Macht und Essenz. Jede Menge Essenz. Wir reden hier von Menschenopfern. Von Mord. Vielleicht könnten wir es dennoch in Betracht ziehen. Wenn es auch nur die geringste Möglichkeit gibt, dich zurückzubringen, würde ich sie ergreifen. Es ist ein finsteres Ritual, Red. Es führt einen in Versuchung. Und wenn ich daran denke, dich wieder zu umarmen, bin ich auch versucht. Könnte ich dich aufsteigen lassen? Das wäre die unkomplizierteste Lösung, aber nicht die einfachste. Warum? Mein Körper ist meine Fessel. Und der gehört dem Nachtmahr. Im Gemeindezentrum, bevor er mich fallen ließ, hat er mich geradezu aufgefordert, zurückzukommen. Er ist so hinterlistig wie mächtig. Und wird ihn nicht so einfach rausrücken. Was sollen wir dann tun? Wenn wir nach New Edentown zurückkehren wollen, müssen wir zunächst mehr über unseren Feind in Erfahrung bringen. Charles meinte, dass Nachtmahre nicht ohne guten Grund in Erscheinung treten. Ja. Wir müssen ein Rätsel lösen. Hexen treffen. Menschen suchen und Fragen stellen. Und dann werde ich diese Welt mit deiner Hilfe verlassen. Du hast mein Wort. Ich schwöre es dir, Liebste. Ruh dich aus. Du hast es nötig. Ich bleibe in der Nähe.
Auf nach New Eden, wo immer es auch liegt. Wir werden Vorräte brauchen und Geld für das Nötigste. Wir schaffen das. Zusammen. Was zum Teufel ist dir passiert? Keine Leichen. Vielleicht haben die Wölfe sie sich geholt. Siehst du nicht die Zeichen an der Wand? Nein. Nimm meine Hand. Ich möchte etwas probieren. Oh. Machen unsere Verbannerringe das möglich? Sie helfen uns, das Totenreich mit dem Lebendreich zu verbinden. Scheinbar gebe ich das, was ich sehe, durch diese Verbindung weiter. Bestehen diese Netze aus Spektralspuren? Warte. Wir sollten uns noch einmal umsehen. Die Dinge, die uns all die Jahre entgangen sein müssen. Die Toten verbergen mehr vor den Lebenden. Als wir dachten. Das wird hilfreich sein. Ich spüre einen Luftzug. Aus dem Totenreich. Wir können sie gemeinsam bekämpfen. Große Hilfe. Doch, das warst du. Wirklich. Und dir geht es auch bald wieder gut. Alles wird besser. Ja. Fort mit dir! Ich spüre etwas aus der Spektralwelt in der Nähe. Letztendlich haben sie immer irgendwas mit schwarzer Magie zu tun.
Dieser Schemen hat es auf die Leiche abgesehen. Achtung! Ein Schemen ergreift Besitz. Invasion? Die Besiedlung von Land, in dem besonders viele Geister ihr Unwesen treiben? Kaninchen mag ich eigentlich, aber die hier sind gammelig. Daher haben selbst die Wölfe sie verschmäht. Jagdausrüstung. Vielleicht sind unsere Fallensteller in der Nähe. Oh, da bist du aber ganz schön schnell raufgekommen. Daran müssen wir uns wohl erst gewöhnen. Alle beide. Her? Werden die Leute merken, dass ich heimgesucht werde? Kann sein, wenn sie Talent oder eine Ausbildung haben. Und was, wenn dich jemand sieht? Eher nicht. Hätten sie Talent oder eine Ausbildung, bräuchten sie uns Verbanner nicht. Was wohl mit den Trappern in der Gegend hier passiert ist? Im Wald wimmelt es vor Schemen. Hoffentlich. Und sie weg. Diese Hexen, die du erwähntest, müssen doch etwas über den Albtraum wissen. Ja, aber können wir ihnen trauen? Hexen lassen sich nur aus gutem Grund mit Menschen ein. Den müssen deine also gehabt haben. Ich glaube, ich sehe einen Übergang. Da drüben. Ein Zeichen von Zivilisation? Hab ich ein Glück. Nett hier. Abgesehen von den Wölfen und Schemen. Habt ihr keine Wölfe und Schemen bei euch in den Highlands? Ja, aber unsere sind so brav, dass sie mir gestatten, zwischen den Kämpfen kurz Luft zu holen. Schlechte Nachrichten. Die Brücke ist kaputt. Da
Dann finden wir einen anderen Weg nach New Eden. Seltsam. Ich sehe Flecken, aber nicht die üblichen. Und immer wieder rauf und runter. Diese Flecken. Sie schienen nach mir zu rufen. Es ist schwer, einen klaren Gedanken zu fassen. Der Hunger ist zurück und wächst schnell. Jetzt schon? Also gut, lass uns was finden, das dich stärkt. Verstärkung! Scheiß Promenadenmischung.